Johann Singer von der ÖVP ist nun an Bord. Danke, Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, geschätzte Damen und Herren. Wir sind uns wohl einig, dass Wohnen ein Grundbedürfnis eines jeden Menschen ist und ist daher eine wichtige Aufgabe natürlich der Politik, für die notwendigen Rahmenbedingungen zu sorgen, auch damit Wohnen leistbar bleibt. Aus meiner Sicht haben wir in Österreich einen gesunden Mix aus gewerblichem und sozialem Wohnbau. Auf diesem soliden Fundament können wir aus meiner Sicht gut aufbauen. Dennoch ist es in den vergangenen Jahren so gewesen, dass natürlich die Preise, wie wir schon mehrfach angesprochen haben, deutlich angezogen haben. Und die Gründe dafür liegen aus meiner Sicht in einer Vielzahl. Und zwar aus meiner Sicht ist der Hauptgrund, dass die Nachfrage nach Wohnraum das Angebot bei weitem übersteigt. Dieser Umstand trifft natürlich wenig auf den ländlichen Regionen zu, als vielmehr auf die Ballungsräume, wo es auch aufgrund des starken Zuwachs aus dem In- und Ausland eine deutliche Unterdeckung gibt. Also das Angebot an Wohnraum kommt mit der Nachfrage nicht mehr überein. Und die Schaffung von neuem Wohnraum und die Mobilisierung des bestehenden Wohnungsmarktes sind daher Grundpfeiler der ÖVP-Wohnbaupolitik. Für die ÖVP hat das Eigentum ebenfalls einen besonderen Stellenwert. Und die Mittel aus der Wohnbauförderung müssen daher selbstverständlich auch der Eigenheimförderung zur Verfügung stehen. Damit entsprechen wir natürlich den Wünschen der Menschen in unserem Land. Warum? Denn laut einer Integralstudie wollen 91% der Österreicherinnen und Österreicher ein Eigenheim. 66% wünschen sich ein Haus und 25% eine Eigentumswohnung. Stichwort Wohnbauförderung. Ja, die Wiedereinführung der Zweckwidmung wurde geprüft. Dass es dazu nicht gekommen ist, ist aus meiner Sicht aber nicht entscheidend. Entscheidend ist, wie viel Geld die Länder letztendlich für den Wohnbau in die Hand nehmen. Und aus meiner Sicht stimmt da die Entwicklung. Zahlen des Finanzministeriums belegen, dass die Ausgaben in der Wohnbauförderung in den vergangenen 50 Jahren kontinuierlich gestiegen sind. Im Jahr 2014 waren es insgesamt fast 3 Milliarden Euro. Als klares Bekenntnis zur Fortsetzung dieser Politik werte ich die Selbstverpflichtung der Länder, Wohnbauprogramme mit einer verbindlichen Wohnbauleistung zu erstellen und dafür auch die Mittel zu binden. Von den Landesmitteln jetzt kurz noch zu den Mitteln, die der Bund zur Verfügung stellt. Auch heuer werden wieder Mittel in die Hand genommen, um wesentliche Initiativen, die bereits in den vergangenen Jahren erfolgreich waren, fortzusetzen. Zum einen der sogenannte Handwerkerbonus, mit dem Handwerkerleistungen unterstützt werden. Eine Fortführung wäre angesichts der noch immer angespannten konjunkturellen Lage gerade für Kleinbetriebe und für die Beschäftigten ein positives Signal. Und zum anderen die Bundesförderung der thermischen Sanierung. Seit dem Start im Jahr 2009 wurden damit über 100.000 Häuser und Wohnungen sowie 4.000 Betriebe thermisch saniert. Mit einem Fördervolumen von rund 590 Millionen Euro wurden Investitionen von 4,2 Milliarden Euro ausgelöst. Nun zum Mietrecht. Wir bekennen uns zum Mietrecht, das ausgewogen die berechtigten Interessen von Mietern und Vermietern widerspiegelt. Das haben wir auch natürlich im Regierungsprogramm entsprechend verankert. Ich sage aber auch ganz deutlich, wir wollen keine Einzelmaßnahmen, sondern ein stimmiges Gesamtpaket und wir wollen ein Mietrecht, das Investitionen fördert und nicht behindert. Ganz klar, nein, sage ich der zu Forderungen, die auf die Einführung von Mietzinsobergrenzen drängen, denn damit passiert genau das, was wir am wenigsten brauchen.
Es wird nicht mehr investiert und der so dringend benötigte Wohnraum wird nicht mehr, sondern weniger. Die Auswirkungen können wir uns in anderen Ländern ansehen, in Frankreich oder Schweden. Dort wurden Obergrenzen eingeführt und damit verbunden war ein dramatischer Einbruch im Mietwohnungssektor. Drum Investitionsanreize und keine weiteren Reglementierungen. Herr Abgeordneter, Sie müssen zum Schlusssatz kommen, bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, es gibt natürlich eine Reihe von Punkten. Ich nenne nur die Eintrittsrechte, die Valorisierung des Richtwertes, die Transparenz im Mietvertrag oder auch die Haltungsfrage. Insgesamt, sehr geehrte Frau Klawischnik, wenn die Grünen die Wohnrechtsverhandlungen als Inszenierung sehen, dann verkennen Sie die Ernsthaftigkeit des Themas. Ja, ich mache Sie noch einmal auf die Redezeit aufmerksam. Sie haben jetzt einen Schlusssatz noch und ansonsten die Redezeit eben ausgeschöpft. Ich darf fortsetzen. Ja, es sind sehr schwierige Verhandlungen, doch es muss immer die Suche nach einer Lösung im Vordergrund stehen. Herzlichen Dank. Die Nachfrage von Wohnraum übersteigt das Angebot bei Weitem, deshalb muss die Wohnbautätigkeit kräftig angekurbelt werden und die Mittel aus der Wohnbauförderung auch stärker zur Eigentumsbildung herangezogen werden, sagte Johann Singer von der ÖVP.